Hallo, mein Name ist Amanda Nentwig und ich bin psychologische Psychotherapeutin und ich möchte heute darüber sprechen, was du tun kannst, wenn dir schwindelig ist und du darunter leidest. Es ist zunächst zu sagen, ich bin psychologische Psychotherapeutin, ich bin keine Medizinerin und ich möchte vor allem die Aspekte beleuchten, die psychotherapeutisch relevant sein können, wenn ein Schwindel besteht, der vor allem psychische Ursachen besitzt. Denn bei dem Schwindel ist es gar nicht mal so leicht, pauschal zu sagen, was zu tun ist. Genau genommen kann man gar nicht pauschal sagen, was man gegen Schwindel tun kann, denn es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Gründen, weshalb Menschen unter Schwindel leiden. Und deswegen ist mein allererstes Anraten gründliche Diagnostik, im Zweifelsfalle in einer Schwindelambulanz, wo wirklich Experten genau schauen, woher der Schwindel kommen kann. Es gibt unterschiedliche Arten von Schwindel. Es gibt den sogenannten Drehschwindel, bei dem man meistens davon ausgeht, dass es eine medizinische Ursache gibt, dass irgendetwas am Gleichgewichtsorgan im Innenohr nicht ganz stimmt. Manchmal befinden sich kleine Kristalle im Innenohr, die durch bestimmte Lagerungsmanöver befreit oder verändert werden sollen. Und dadurch kann den Menschen schon oft Abhilfe geschafft werden. Denn der Drehschwindel kann sehr belastend sein, kann zu Übelkeit führen und das Leben wahnsinnig beeinträchtigen. Es gibt auch den Drehschwindel im Rahmen eines Meniere-Syndroms, was auch medizinische Ursachen hat. Und da will ich gar nicht in die Tiefe gehen. Da geht es dann letztlich darum, dass auch im Innenohr mit der Flüssigkeit etwas im Ungleichgewicht ist. Und für all diese Aspekte sind vor allem MedizinerInnen zuständig, die einem bei dieser Art von Schwindel helfen können. Das heißt, wenn es sich so richtig dreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendetwas am Innenohr ist und da gilt es auf jeden Fall mal medizinisch hinzuschauen. Es gibt jedoch auch noch andere Arten von Schwindel. Es gibt einen Benommenheitsschwindel, der sich auch ähnlich anfühlen kann wie ein Derealisationserleben, dass die Welt sich unwirklich, verzerrt, seltsam anfühlen kann. Und wenn es diese Art von Schwindel gibt, dann möchte ich schon direkt an dieser Stelle sagen, ich habe ganz viele Videos, beziehungsweise mindestens 2 Videos zum Thema Derealisationserleben. Die lege ich dir wärmstens ans Herz. Darüber hinaus gibt es auch noch den Schwankschwindel, der auch oft phobischer Schwankschwindel genannt wird. Richtiger Zungenbrecher, phobischer Schwankschwindel. Und beim phobischen Schwankschwindel hat man sehr häufig feststellen können, dass da tatsächlich psychische Ursachen eine Rolle spielen können. Sei es, dass der Mensch sehr verspannt ist und dass durch die Verspannungen die Rückkopplung zwischen Wahrnehmung und Körperempfindung gestört sein kann, weshalb es sich so anfühlen kann, als ob man auf einem wackeligen Boot steht, was auch wirklich sehr unangenehm sein kann. Aber auch reine psychische Ursachen, auch ohne den Aspekt der Verspannung, kann mit reinspielen, wenn man sich schwindelig fühlt, als dass man wie auf einem Boot steht. Und diese Arten von Schwindel, die möchte ich jetzt im Video behandeln, denn Schwindel behandelt man an der Stelle, wo die Ursache entsteht. Und deswegen ist eben auch die Diagnostik so wichtig. Ja, dass man sich medizinisch in guten Händen fühlt, dass geschaut wird, ist irgendetwas am Innenohr ausgeschlossen worden, irgendetwas Neuronales. Und wenn man das bei einem Arzt, einer Ärztin oder beim zweiten Arzt, zweiter Ärztin, also ich bin großer Fan von Zweitmeinungen, wenn man da eben festgestellt hat, es ist jetzt nichts am Innenohr, dann bleibt oftmals das Resümee, dass es eine psychische Ursache haben muss. Und das ist oftmals für Menschen gar nicht mal so leicht zu akzeptieren, weil es sich ja so körperlich anfühlt, weil es so intensiv ist und man sich vielleicht wünscht, Mensch, es muss doch eine schnelle Möglichkeit geben, diesen Schwindel abzustellen. Nur wenn er psychischer Natur ist, ist er oftmals gar nicht so leicht abzustellen. Woher kommt es denn, dass unsere Psyche uns so einen Schwindel bescheren kann? Wie gesagt, eine mögliche Ursache liegt darin, dass wir verspannt sein könnten und deswegen die Rückkopplung zwischen Gehirn und Körper verzerrt ist. Und da gilt es dann eben, bei der Verspannung anzusetzen. Und da kann man mal schauen, ob man eben durch Sport, durch körperbezogene Arbeit, vielleicht auch durch Physiotherapie sich unterstützen lassen kann, an dieser Verspannung zu arbeiten, um
den Schwindel zu reduzieren. Denn was leider ganz oft passiert bei jeglicher Form von Schwindel, ist, dass man sich weniger bewegt. Und das ist auch irgendwo plausibel, denn beispielsweise, wenn man diesen Drehschwindel hat, der mit dem Innenohr und dem Gleichgewichtsorgan zu tun hat, dann kann Bewegung das Ganze ja auch tatsächlich verschlimmern. Wenn wir jetzt aber unter einem phobischen Schwankschwindel leiden und uns gar nicht mehr bewegen, dann ist das für unseren Körper und für unsere Psyche natürlich nicht sehr gut, weil wenn wir uns nicht mehr bewegen, dann fällt es unserem Gehirn etwas schwerer, Glückshormone zu produzieren, die wiederum unsere Stresshormone dämpfen. Unser Körper verspannt sich mehr und kann gar nicht mehr ausgelassen Energien abbauen und dadurch kann der Schwindel sich verschlimmern, wenn wir immer mehr in ein Rückzugsverhalten gehen, wie gesagt, wenn die Ursache eben psychischer Natur ist. Das heißt, da gilt es schon mal zu sagen, potenziell an Verspannungen zu arbeiten, Körperarbeit, Physiotherapie, Bewegung, Sport, Spaziergänge und Vermeidungsverhalten. Und dies sollte man gegebenenfalls wirklich mit BehandlerInnen absprechen, ob der eigene Schwindel eher so gelagert ist, dass man die Vermeidung aufgeben sollte. Und wenn die Ermutigung besteht, dass man eben sich nicht ruhig halten sollte, dann gilt es auch wieder nach und nach zu lernen, ins Leben zu finden und den körperlichen Rückzug abzubauen. Darüber hinaus gilt zu sagen, dass bei Schwindel auch unsere gedankliche Ebene ganz wichtig ist. Wie bewerte ich das Ganze? Und es ist selbstverständlich so, dass wir den Schwindel in den allermeisten Fällen, in fast allen Fällen, nicht wirklich positiv bewerten können. Das wäre jetzt sehr toxisch, positiv zu sagen, Mensch, sieh es locker. Aber es ist auch da wichtig zu schauen, wie bewertet mein Gehirn denn die Situation mit dem Schwindel? Was für Gedanken gehen damit einher? Katastrophisiere ich in Richtung, das wird nie wieder besser werden? Ich kann mein Leben überhaupt nicht mehr leben. Und gibt es gedankliche Schichten, die uns runterziehen? Schau mal ganz ehrlich auf deiner gedanklichen Ebene, was da passiert in deinen Gedanken, ob du dich selbst noch weiter runterziehst oder ob es auch Gedanken geben kann, die du fördern kannst in Richtung Selbstermutigung. Und ich rede, wie gesagt, nicht davon, das alles schön zu malen und so zu tun, als ob eine Situation schön wäre, die belastend ist. Aber dazu sagen, es ist belastend, aber ich glaube daran, dass ich mit etwas Zeit und Geduld auch diese Situation verändern kann, indem ich kleine Schritte gehe, indem ich mir Unterstützung einhole, indem ich mir selbst kleine Fortschritte auch zugute halte und sage, Mensch, heute hast du schon das und das geschafft, trotz Schwindels. Heute hast du das und das genossen, trotz Schwindels. Jetzt stellst du dir aber vielleicht die Frage, was kann ich denn tun, wenn der Schwindel gerade ganz, ganz, ganz akut ist und ich nicht mehr ein- und nicht mehr ausweise? An der Stelle kann man mal wirklich zurück zu den Basics gehen und sagen, ich setze mich hin, und ich atme erst einmal kurz durch. Bei vielen Menschen mit Schwindel kommt dann direkt die Angst auf, dass hier jetzt etwas ganz Schlimmes passieren kann. Beim Schwindel ist ja in aller Regel das Schlimmste, was passieren kann, dass man umfällt. Und da gilt es erstmal zu schauen, dass man sich orientiert und schaut, wo kann ich mich hinsetzen. Im Zweifel kann man sich ja auch auf den Boden setzen und erst einmal zur Ruhe kommen. Tief durchatmen, schauen, dass man etwas trinkt, dass man mal prüft, habe ich Hunger, kann ich etwas essen, schauen, dass man an die frische Luft kommt. Und eine vorsichtige Empfehlung meinerseits ist an der Stelle auch, mal zu spüren, ob man eben sich in dieser Situation auch die Zeit geben kann, um zu schauen, ob auch in der Situation der Schwindel wieder weniger werden kann, wenn man versucht, sich in der Situation zu beruhigen. Denn wenn wir Schwindel haben, sind wir oft geneigt, die Flucht anzutreten, zu sagen, oh Gott, ich will jetzt ganz schnell nach Hause, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich unwohl und ich will schnellstmöglichst nach Hause gehen. Was unser Gehirn dann lernt, ist, nur durch die Flucht wird es besser. Aber das ist ein Trugschluss, weil ganz häufig wir dann eben in so eine Vermeidungsschleife kommen, in so einen kleinen Teufelskreis kommen können, dass wir uns immer mehr und mehr zurückziehen und dann auch immer mehr und mehr Ängste vor Orten haben, an denen wir Schwindel empfinden. Und dahingehend kannst du mal ausprobieren, dich hinzusetzen, dich und deinen Körper gut zu versorgen, zu schauen, ob du eben auch Entspannungsübungen finden kannst, die du auch vielleicht für unterwegs mitnehmen kannst, dich hinsetzen, eine Entspannungsübung hören kannst und versuchen kannst, erstmal wieder
deinem Körper zu vermitteln, dass du in Sicherheit bist. Ja, darum geht es ja, zu sagen, trotz dass der Schwindel da ist, bin ich in Sicherheit. Und dann eben nicht unserem Gehirn zu signalisieren durch eine Flucht, wir müssen fliehen. Denn Schwindel ist kein Grund zu fliehen. Schwindel darf abgeklärt werden. Man darf an den Ursachen arbeiten. Aber in den seltensten Fällen wurde Schwindel besser, wenn wir eine Situation verlassen. Es sei denn, natürlich, es ist eine Situation, die uns nicht gut tut. Wenn wir natürlich in einer Situation sind, die uns per se nicht gut tut, weil es wirklich viel zu laut ist, weil es viel zu trubelig ist, weil dort Dinge passieren, die uns nicht gut tun, dann dürfen wir natürlich auch die Situation verändern. Aber da darf man hinspüren, verändere ich die Situation, weil ich mir was Gutes tun will, oder verändere ich die Situation, weil ich Angst habe, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hinweis an der Stelle hilfreich war. Das ist jetzt eines meiner ersten Videos zum Thema Schwindel und deswegen lade ich dich ein, mir mal gerne deine Erfahrungen zu teilen, zu sagen, was war für dich hilfreich, was ist nicht so hilfreich. Und wenn Interesse zu diesem Thema besteht, kann ich auch sehr gerne noch einmal das Thema Schwindel hier auf meinem Kanal aufgreifen. Denn ich weiß, dass es viele Menschen umtreibt, gerade auch diejenigen, die mit Ängsten zu tun haben. Ich freue mich, dass du hier warst und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder vorbeischaust. Bis dahin, tschüss!